einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kaplitz, was hätte ich gesagt? Ich habe mich daran gewöhnt, das zu sagen immer. Wir sind heute in Hagen. Korrekt. Ja, und zwar bei BMW Procker. Und was wir hier machen, hätte ich selber vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass ich mir einen BMW kaufe. Ja, und zwar... Wir unterhalten uns heute über den neuen M4 Competition. Geil. Und das ist der Sebastian Schmeißer und der ist mein Verkaufsberater. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dann starten wir schon mal direkt. Mhm. Und ich würde dir aus Gründen der Kontaktsperre, die wir so heute auch ein bisschen hier haben, einfach mal mein Tablet weiterreichen, dass du schon mal ein bisschen mitschauen kannst. Also die Grundfarbe war mir wichtig, das ist schon die Farbe. Ist das gelb oder ist das grün? Es ist gelb. Sao Paulo gelb heißt es. Wir nutzen die Farbe jetzt komplett neu für den neuen M4, sowie für den neuen M3. Ist natürlich eine sehr, sehr kräftige Farbe, sehr, sehr auffällige Farbe, was man sich natürlich beim M4 auch wirklich mal so genehmigen kann, als dass wir so ein Vertreterauto bauen, in schwarz wieder. Nein, das wollen wir nicht. In gelb. Genau. Ja. Eigentlich wirkt er hier aber anders wie live. Ja? Ich hätte mir den hier jetzt nicht so bestellt. Ja? Ja. Weil ich der wirkt hier gelb, aber das ist eine Limettenfarbe, so eine ganz komische Farbe ist das. Also das ist nicht gelb. Ja. Wir arbeiten bei der Farbe mit sehr, sehr vielen Metallic-Effekten. Wir arbeiten beim M-Modellen generell mit sehr, sehr vielen Lichtkanten in den Fahrzeugen. Also wir starten ja dann schon mit der, wo wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen werden, über die markante Form, den neuen großen Nieren und das sich dann rüberzieht über die Motorhaube mit großen Sickellinien, die dann natürlich das Licht brechen, was dann bei so grellen Farben extrem auffällt. Okay. Die natürlich Rest, dass es sehr schwierig ist für uns manchmal als Verkäufer gelbe Autos zu verkaufen, wenn man das nicht live gesehen hat. So, live überzeugt das dann. Natürlich hängt das auch davon ab, wie man zum Beispiel das Interieur sich gestaltet. Das hätte ich auch nicht ausgesucht, aber das haben wir im letzten Video auch gesagt. Und zwar in Babyblau mit Gelb. Da denkt man, ehrlich, ich habe das im Internet vorher gesehen, bevor wir das live in Düsseldorf gesehen haben, habe ich gesagt, was ist das für eine Farbkombi? Was hat sich BMW an dieser Stelle gedacht? Ja, da habe ich es live gesehen und das sieht krank aus, wirklich. Das sieht echt, echt top aus. Ja. Mit den Carbon-Sitzen habe ich ihn gesehen und genau, da hat er so gelbe Akzente drin. Komplett aus Carbon. Sparen nicht nur Gewicht ein, sondern unterstützt natürlich auch das sportliche Fahren. Wir haben durch den Carbon-Sockel zwischen den Oberschenkeln sozusagen die Möglichkeit, halt immer perfekt gerade im Fahrzeug zu sitzen. Das heißt auch, wenn man mit dem M4 so fährt, wie man mit dem M4 fahren sollte, dass man da wirklich immer den perfekten Halt haben. Das gibt es dann für Fahrer, so wie für den Beifahrersitz dann dazu, ist dann auch komplett mit Merino-Leder. Also das heißt, wir haben ein sehr, sehr weiches Leder, ein sehr atmungsaktives Leder, dass wenn man dann mal in Schützen kommt beim Fahren, dass man da sozusagen nicht schwimmt im Sitz. Ich finde, bei M4 kommt man nicht in Schwitzen. Was ich richtig gut finde, kannst du vielleicht diese Partie kannst du vergrößern? Nein. Das Problem ist, das Geile an dem Sitzen ist, ja, hier sind so Öffnungen. Also im Prinzip ist er nicht geschlossen, wie so ein typischer Schallensitz, ja, sondern links und rechts sind die geöffnet. Das fand ich auch richtig cool. Ja, leider kann ich dir das Auto ja nicht live zeigen. Wir ihn ja noch nicht vor Ort haben. Da müssen wir uns noch so ein bisschen drauf vorbereiten, dass er dann kommt. Natürlich können wir uns gleich das aktuelle Vierer-Modell angucken. Also den noch nicht M. Ne, dass wir da so ein bisschen die Proportion schon mal so ein bisschen sehen. Aber der Sitz an sich, da musst du dich da wirklich drauf freuen. Es ist so, hab ich drin gesessen? Ich weiß, ich glaube nicht. Nee. Oder habe ich mich reingesetzt? Doch, ich habe mich reingesetzt. Doch, ich habe mich reingesetzt, ja. Ich fand es geil. Also, ich habe mich im Auto verliebt, wirklich. Krasses Auto. So, dann können wir vielleicht nochmal auf die Außenansicht gehen. Mhm. Und zwar haben wir beim neuen M4 sehr viele Details, die man sich mittlerweile bestellen kann. Die bei den vorigen Modellen haben wir das sehr viel aus dem Zubehör gearbeitet. Sehr, sehr viele kennen das, dass man die Niere damals immer sofort getauscht hat in eine schwarze.
geil. Ja, Entschuldigung. Ich habe so bestellt, dass wir die Bauteile alle in schwarz nehmen. Mhm. Das nennt sich dann bei uns, dass wir diese Shadowline mittlerweile in erweiterten Umfängen haben. In der Auswahl zum Beispiel dann auch schon jetzt die Spiegelkappen in schwarz, die Nieren. Wir haben aber auch die seitlichen Akzentteile sowie zum Beispiel die Endrohrblenden, alles in schwarz. Kann man die schwarzen Elemente in Carbon bestellen? Die Carbon-Elemente kann man vom Werk aus nicht mitbestellen. Also da sind wir dann im Bereich Zubehör, wo man bestimmt mal was machen kann. Nein, das war eine Frage, dass wir das bauen. Ja, oder werden wir bauen? Ja, also auf jeden Fall werden die noch benötigt, mhm, die Carbon-Teile. Wenn wir jetzt hier mal auf die Seitenansicht gucken, haben wir uns jetzt hier mal ausgewählt auch einen komplett schwarzen Radsatz. Mhm. Wir machen jetzt hier derzeit eine Mischbereifung wirklich, also dass wir nicht nur jetzt bauen die Reifenbreiten unterschiedlich, wie okay, es man von den M-Modellen schon kennt, sondern wir liefern die Fahrzeuge mittlerweile dann auch, in dem Fall wäre es dann vorne mit einer 19 Zoll Felge und hinten mit einer 20 Zoll Felge. Okay, was hat das für einen Hintergedanken? Also zum einen haben wir den M4 zum Vorgängermodell hinten breiter als der Vorgänger. Ja. Wir haben nochmal an den Achsen generell gearbeitet, also das ganze Auto ist ja umgearbeitet, also da könnte man sagen, es ist nichts mehr wie vorher. Mhm. In erster Linie hat es natürlich einen großen Vorteil für den Grip. Ja, mhm. Wir bauen hier wieder ein heckangetriebenes Fahrzeug. Und haben dann natürlich mehr Auflagefläche hinten für die Optik und für, dann reden wir wieder über den Verkauf später natürlich. Mhm. Auch im Zubehörbereich lässt es natürlich die Möglichkeit, dass man solche Kombinationen fahren kann. Um das dann perfekt abzuschließen, haben wir in der Frontpartie, sieht man das nochmal hier, den Laserlichtscheinwerfer, den man auch in zwei Varianten bestellen kann, und zwar einmal in der Standardvariante oder halt in einer zweite. Genau. Es gibt keine Standardvariante hier. Oder halt auch hier abgedunkelt in so einer Shadow-Variante, was das natürlich dann perfekt aussieht. Wir haben das halt hinten auch, ne, dass die Scheinwerfer, die hinten sind, verdunkelt sind, sowie klassisch halt auch die, mhm, die Scheiben, die Sonnenschutzverglasung und dann natürlich auch vorne. Ja, das alles im Prinzip, alles ist wichtig, außer der Stoßstangen etc. Ob die Carbon, nicht Carbon ist, ist egal. Nur Spiegel, Leisten, alles, was man quasi nachträglich machen müsste dann. Also ja. Da darf nichts Chrom sein, ne, an dem Auto. Nein. Das Chrom raus. Ja. Alles raus. Wir sind ja auch Interieur, nichts Chrom, nichts Silber. Wir sind ja da nicht in der Luxury-Line, die es ja bei uns auch mal so gibt. Um im Fahrzeug natürlich perfekt zurechtzukommen, haben wir die wichtigen Knöpfe im Auto mittlerweile alle rot. Also wir haben den Startknopf und dann am Lenkrad haben wir neben den Schaltwippen die M1 und M2 Tasten, die wir dann, sobald ihr das Auto habt, natürlich individuell mal konfigurieren können, okay, um halt da wirklich alles aus dem Auto rauszuholen. Wir können den ja anpassen zwischen absolute Rennmaschine, mhm, dass wir die Möglichkeit haben, Fahrwerk, Motor und auch die Bremsen einzustellen auf Komfort, Sport oder Sport Plus Modus, dass wir halt da auch wieder die Alltagstauglichkeit auch bei einem M4 weiterhin trotzdem noch haben. Also ich glaube, wir haben rote Farbe gewählt wegen Feuer. Feuer. Ja. Alles was rot ist, Startknopf ist Feuer. Ja, und natürlich auch Action. Nee, im Großen und Ganzen ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Auto. Also wirklich, bis hier gefällt mir persönlich sehr. Ich muss eins sagen, ich habe ihn draußen gesehen, den normalen Vierer Coupé, der wirkt schon ganz anders live. Ja, also es wirkt nicht so schlimm wie auf dem Bild. Ich meine es ehrlich, der wirkt live ganz anders. Ja. Also ja, finde ich. Wir haben bei dem Vierer oder hat BMW natürlich so ein bisschen die Werbetrommel mit der neuen Schnauze vorne einfach extrem aggressiv beworben. Wir haben sehr, sehr lange nicht mehr über ein Auto, was noch nicht auf dem Markt ist, mhm, schon so viel gesprochen und über so viele Details gesprochen, weil wir haben sehr, sehr viel Bildmaterial ja bis halt vorher gehabt. Also jeder weiß ja mittlerweile, wie der neue M4 oder wie der neue M3 halt auch aussieht, mhm, aber keiner weiß, wie es wirkt. Wir haben jetzt seit kurzem den normalen Vierer, also die Baureihe sozusagen unter dem M-Modell, ja jetzt auf dem Markt schon. Wir hatten regen Besuch auch schon auf das Fahrzeug, weil jeder diese Niere sehen wollte, was naja, heute ja wirklich untypisch ist. Ich meine, heutzutage sitzen wir alle
vor dem PC, wir konfigurieren uns die Fahrzeuge schon, wissen dann schon, wie es aussieht und sind dann nicht mehr großartig überrascht, wenn man sieht. Jetzt haben wir natürlich das Thema Kennzeichen zum Beispiel ganz groß. Das Kennzeichen durchbricht die große Niere nochmal ein bisschen, dadurch wirkt das schon ganz anders. Also wenn man jetzt derzeit die jetzige Viererbaureihe schon auf der Autobahn sieht, das Auto fällt einfach auf. Mhm. So. Und das Auto spricht halt vorne nur noch sportlich. So. Ja, aber gut, viele beschweren sich, aber viele wollen was Neues, dass sie sagen, ah, das sieht aus wie der alte. Ja, nur ein bisschen Facelift. Ja. Das wollen die nicht. Und ja, die wollen nicht, dass das Auto quasi was Neues ist. Ja. Man muss ein bisschen, ich finde es persönlich, man muss etwas was Neues sein. Offen sein, ja. Weil man gewöhnt, ich bin mir 100% sicher, man gewöhnt sich dran. Ja. Und irgendwann, in 5 Jahren, falls irgendwann wieder die alte Niere eingebaut wird, dann sagen wir, nee, das geht gar nicht, die ist viel zu klein, die wirkt sehr alt, etc. Ja. Also da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Ja, man sieht die Entwicklung ja auch schon so in den Modellen, die wir in den letzten Jahren auf dem Markt gemacht haben. Also mit unserem neuen X5 oder X7, also unseren großen Schlachtschiffen, da ist ja auch eine so große Niere drin, die wir noch nie hatten, und es war am Anfang auch in aller Munde, und mittlerweile haben wir uns daran auch dran gewöhnt. Mittlerweile haben wir auch hier Technik drin verbaut, dass wir die Nieren haben, die automatisch schließen können, die Luftzufuhr so ein bisschen dadurch steuern können. Dadurch wurden die natürlich auch ein bisschen größer. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es ja auch gar nicht so neu. Denn wenn man sich alte BMWs anguckt, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, hatten wir die Proportion schon mal sehr, sehr ähnlich wie jetzt. Also neu ist es nicht, sondern ein bisschen mehr back to the roots, aber dann aufgefrischt auf 2020. Genau so ist das. Also die Niere ist nicht neu. Ich habe jetzt nach unseren Videos, die wir hier gemacht haben, habe ich so auch so ein bisschen recherchiert, wie es früher war, was die ganze Geschichte, was hat sich der BMW-Designer dabei gedacht? Habe ich mir gedacht, was, das passt doch gar nicht zum BMW. Ja? Doch, so ähnlich gab es so hohe Nieren. Ja? Die waren ein bisschen sehr, sehr schmal. Ne? Schmaler. Ja? Ja, die waren viel schmaler. Wir suchen das Bild raus und blenden hier ein. Ja? Also das ist nicht ganz neu. Und das ist so eine alte Geschichte von BMW, die, wie du schon sagst, aufgefrischt worden ist. Ja. Ja, und ich glaube, das dauert ein paar Tage und wir gewöhnen uns dran. Ja. Natürlich mit Priorisierungsbau viel, viel besser, aber so sieht es auch schon gut aus. Um uns das Auto ein bisschen besser vorzustellen, würde ich mit dir gleich mal rausgehen. Mhm. Wir haben das aktuelle Vierermodell ja da, dass wir uns das schon mal ansehen, und damit ihr dann schon mal ein Gefühl bekommt, weil Interieur die Entwicklung auch Thema Connectivity, Entertainment-Bereich ist ja zwischen dem 4er und dem M4 sehr, sehr ähnlich. Okay. Würde ich euch das Auto einfach mal für ein paar Tage mitgeben. Oh, Quatsch. Okay. Dann könnt ihr das da schon mal testen. Na? Ich kriege den dann nächste Woche heile wieder. Das ist ein Wort. Ja, ja. Und würde dann wirklich sagen, schauen wir uns den doch einfach mal live an. Ja. Das machen wir gleich. Sascha, lass uns alleine hier kurz. Wir kommen jetzt zum unangenehmen Teil, dem Verhandeln. Ne? Rabatte. Das machen wir am besten ohne Publikum. Sebastian heißt nicht ohne Grund, Herr Schmeißer. Mhm. Wenn wir nicht unterschreiben, ne? Schmeißt du uns raus. Dann schmeißt du uns raus, genau. Gleich ein Künstlername. Nein, Spaß. Wir machen es weiter und vielleicht kannst du gleich nochmal dazu kommen. So. Das ist das Baby, was wir heute bekommen. Ja. Den neuen 440i, also sozusagen der Motor, der jetzt genau unter dem M4 stehen wird. Das ist jetzt ein Allradfahrzeug. Wir haben hier schon ein paar Kleinigkeiten angepasst an dem Auto. Zeige ich dir gleich nochmal ganz genau im Detail. Mhm. Besonders cool ist natürlich, dass wir hier dann auch jetzt schon die Front haben, wie es dann kommen wird.
Ja, also Stoßstangen an sich wird noch leicht umgebaut beim M4. Wir haben hier bei dem Fahrzeug jetzt die neue Niere schon mit dem sozusagen schwebenden Kennzeichen in der Mitte drin. Die Veränderungen, die jetzt so ein bisschen Procar-like hier gearbeitet worden sind, haben wir hier schon mal optional, gibt es das halt im Zubehör, einen 20 Zoll M-Performance-Radsatz dazu gepackt und das Fahrzeug halt tiefer gelegt, damit es von seiner Gesamtgröße halt ein bisschen besser steht. Okay, was ist für eine Tieferlegung? Wir nehmen unseren Partner H&R, ne? Das ist den kleinen Aufkleber da unten schon mit dabei. Ja, sehe ich jetzt gerade, H&R ist ja gar nicht so weit weg hier. Wir arbeiten mit den Jungs schon ein paar Jahre zusammen, dass wir immer, wenn wir neue Modelle halt bekommen, Fahrzeuge auch da mal zur Verfügung stellen. Wir haben hier sozusagen Tieferlegungsfedern drin und Spurplatten. Und bedeutet sozusagen, für die neuen Vierer hat H&R da schon mal was im Angebot. Schön. Ja. Schöne Grüße an H&R. Genau. Ja, aber das sieht auch cool aus, ne? Mit dem Aufkleber und so weiter. Da kann man auch privat fahren, ne? Also wenn man das nur, ich sag mal, das wegmachen würde. Ja, obwohl, das kannst du auch gerne privat fahren und weiter Werbung machen. Ich meine, du machst jetzt auch. Ja, das geht auch. Ist natürlich, sieht so ein bisschen aus wie so ein Vorführwagen, ne? Also privat. Also wir haben ja gerade schon mal über die Niere gesprochen, dass sie so ein bisschen nostalgisch ist. Wenn man sich jetzt alte E30 Rennwagen, Tourenwagen mal anguckt, wird einem auffallen, dass dieses Design sehr ähnlich da dran ist. Also wir hatten genauso die M-Streifen hier vorne, die Wagennummer drauf. Wir haben das dann so ein bisschen angepasst, einfach weil mit dem Vierer muss dann einfach auffallen. Wir als Autohaus leben natürlich so ein bisschen vom gesehen werden natürlich auch. Aber viele Hersteller dürfen das nicht, ne? Die dürfen dann die Autos ja nicht umbauen. Also ich meine, bei euch ein bisschen tiefer. Die Sandscheiben hat das auch, ja. Die Sandscheiben. Drauf, ja. Also eigentlich cooles Autohaus. Ja. Also dürft ihr das? Wir dürfen das natürlich auch in einem gewissen Rahmen. Dann gibt es natürlich auch noch originale Teile von M-Performance, wo wir dann sagen, das ist dann meistens ja dann auch aerodynamische Teile wie Heckflügel oder Spoilerlippen, was wir natürlich dann auch alles dazu anbieten. Ja. Beim M4 oder auch jetzt hier bei den Vierer ist es einfach so, dass so ein bisschen Individualität ja schon sehr wichtig ist, weil der BMW als Hersteller bringt jetzt so ein, wenn wir jetzt beim Thema Fahrwerk bleiben, so ein Fahrwerk, was natürlich für jedermann passt. Und wenn ich jetzt weiß, dass Leute wie du hier vorbeikommen, die ein bisschen sportlichere Fahrweise haben, passen wir natürlich die Fahrzeuge direkt schon so an, damit man das Fahrzeug halt richtig erleben kann. Mhm. So. Okay, schön. Richtig cool. Musst du mir irgendwas erklären? Innen? Na, ich glaube, ergibt sich alles. Nö, Gaspedal ist immer noch da, wo es ist. Und hey, auch drinne Carbon, schön. Also im Prinzip sieht es so aus, wie wir den konfiguriert haben. Das Feeling ist auf jeden Fall schon mal da. Es fehlt halt ein bisschen Leistung, obwohl auch die schon mit weit über 300 PS Leistung halt ja auch schon, schon sehr ordentlich sind. Mal hier zum Beispiel, auch schön. So kleine Details, schön, obwohl das kein M ist. Ja. Schon die Farben vom M, schön, sehr schön. BMW hat sich gemacht in den letzten Jahren, muss man sagen, ne? Ja. Also es ist natürlich schön, dass BMW trotzdem immer noch so viel Fokus setzt auf sportliche Autos, auf sportliche Coupés. Weil wenn man den Politikern ein bisschen glauben würde, würden wir am besten nur noch Dreizylinder bauen. Ja. Und nur noch Autos, die Verkehrswende angehen. Ich meine, auch da macht BMW ein paar Teile für... Dann gibt es keine echten Männer mehr. Das hast du jetzt gesagt, ja. Ja, also wir haben natürlich auch, also Thema Elektromobilität geht bei uns auch so zu, was hier ja auch drin ist. Also wir fahren ein Mildhybrid-Auto ist das. Ein was? Ein Mildhybrid. Mildhybrid? Ja, ganz grob kann man sich das so vorstellen, wie das Kerzsystem aus der Formel 1, nutzen wir hier auch ein zusätzliches Bordnetz, was halt über Rollbewegungen der Reifen, über Bremsen, über das sogenannte Segel einfach mit aufgeladen wird und wir haben dadurch ganz, ganz, ganz cool im Sportmodus zusätzliche Leistung, die beim Beschleunigen Eingriff, die gerade bei, wenn man schon etwas schneller unterwegs ist, wo dann sozusagen manchmal ein bisschen Drehzahl fehlt, da nochmal zusätzlich unterstützt, nutzen das aber auch dafür zum Beispiel fürs elektrische Anfahren an den Ampeln. Wir nutzen das im Modus, wenn man auf der Landstraße einfach vom Cruisen ist, dass wir da sozusagen auch ein bisschen einsparen. Die Entwicklung geht einfach damit hin, dass wir diese elektrische Kraft auch ein bisschen nutzen. Der Spritverbrauch, der geht dadurch natürlich ein bisschen runter. Und wir müssen so ein bisschen auf die CO2-Flottenwerte natürlich achten. Na, also es ist nicht so, dass ich jetzt von Elektro nichts halte. Ich finde die richtig cool.
Ja, ich bin hier den Vollelektro- und Tesla gefahren. Also ich fand das Auto super. Bis heute habe ich eine richtig coole Erinnerung. Aber die Qualität geht so ein bisschen, ja, für den Preis. Aber ich habe eine richtig gute Erinnerung. Und der fuhr sich auch gut. Nur so ein bisschen Sound muss schon sein. Ja, ja. Das, was wir hier haben, ist halt sozusagen die erste Vorstufe, die es gibt. Also der Hybridantrieb, sag ich mal, der hier ist, oder dieses Bordnetz hier, lädst du nicht aktiv auf. Also du musst das Auto abends nicht irgendwo am Stecker stecken, du brauchst keine Wallbox, irgendwo. Das ist einfach immer zusätzlich damit da. So ein bisschen Umweltgedanken führt BMW dann trotzdem noch mit ein. Okay. Kannst also auf ja Sport dann, auf jeden Fall. Genau. Musst du mir nächste Woche einfach mal sagen, wie... Weißt du was, wir quatschen nicht mehr, wir fahren und berichten. Machen wir, Sascha? Machen wir. Alles klar. Dann. Sitzt du vorne oder hinten? Ich geh nach hinten.